Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu The Town of Light. Wir haben hier die psychiatrische Anstalt betreten und haben Charlotte gefunden und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Boah, ist das hell. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Zusammenfassung hinzugefügt. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Charlotte ist brav. Neues Kapitel Nummer 2. Was hat denn die für einen strangen Fingernagel? Ist der absichtlich so lackiert oder ist der einfach nur kaputt? So, Erlebnisse. Erinnerungen. Achso, hups. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zu... Medizinisches Archiv, da ist nix. Das ist gut. Gott, ist das hell. Hallo? Ich möchte nicht, dass es jetzt hell ist. Okay, verdammt, da müssen wir es uns doch kurz angucken. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses. Ist jetzt eigentlich dann unsere Mutter die Böse gewesen oder waren wir, also diese Psycho, die in der psychiatrischen Anstalt war? Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. So, na also, haben wieder normale Sicht. Gut. Kann ich die nicht irgendwie wegpacken oder so? Was? Ambulatorium C. Ja, was mache ich jetzt mit ihr? Okay, das war jetzt wohl irgendeine Art Flashback oder sowas. Ah, da kann man hochdrehen. Naja, Milli am... Na wohl. Jetzt, was kann ich hiermit machen? Nichts. Na gut. Das übersetzt er nicht, ne? Schade. Hätte mich mal interessiert, was das ist, irgendwie. Keine Ahnung, Wundstarrkrampf oder sowas. Ich kenne mich da ja nicht so sonderlich aus mit, ne? Da ist so ein Beobachtungsfensterchen. Huch. Ich habe einen Rollstuhl im Erdgeschoss gesehen. Praktisch und bequem. So können wir Charlotte ins Warme bringen. Mhm. Wieso hänge ich denn jetzt hier? Jetzt. Dokument für Patientenverlegung. 1937. Ich bin mal gespannt, wie weit das hier zurückgeht. Dass bis 1800 Schieß mich tot geht?
Ach, waren das hier Röntgenaufnahmen? So die ersten Versuche damals? Jetzt muss ich ins Erdgeschoss. Da ist er. Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt. Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Rollstuhl stehen lassen. Jetzt ist die Frage, wo soll ich mit ihr hin? Raus ins Sonnenlicht? Hier noch nicht. Ich fahre mit ihr jetzt einfach mal ins Sonnenlicht raus. Wir müssen das warme Licht finden. Los, in die chirurgische Abteilung. Na. Hallo? Jetzt. Die Chirurgie, lass mich gucken. Wir bringen Charlotte jetzt in die chirurgische Abteilung, ins warme Licht. Nee, die war oben, die Chirurgie, ne? Okay, dann. Gut, dass der schon offen ist. So. Na komm, Charlotte. Ach, der Fahrstuhl war nie für uns. Vierhundert Kilo, fünf Personen, Telefonnummer. Okay. Hä? Ach so, ich muss oben drücken. Okay. Kriechen. So, ob da immer noch Charlotte drin ist. Sieht zumindest so aus. Gott, würde ich schreien, wenn da auf einmal irgendwas anderes so urplötzlich über den Rollstuhl guckt. Chirurgie, warte, bleib hier stehen. Die Chirurgie. Untersuchungsräume, Operationssaal, die Nummer 3. Also quasi durch die Tür durch und dann rechts. Ich denke doch mal, dass das. Oh. Warte, ich schaue mich hier erstmal um. Hier liegen noch Werkzeuge. Ich glaube nicht, dass die Werkzeuge hier noch rumliegen würden, wenn das wirklich schon seit weiß der Geier wie lange verlassen ist. Wie ist das eine Feder? Nee, was ist denn das? Das da verstehe ich ja noch, so eine Art Ohrring, ne? Aber das im Nacken, das verstehe ich mal gar nicht. Das. Wieso macht man sowas? Ich meine, Amputation sch schön und gut. Wenn sie passieren, dann. Dann passiert das, oder wenn man dadurch irgendwie ein Körperteil retten kann, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, der Fuß von einem Unfall so zerfetzt ist, dass man quasi den Fuß irgendwo abbinden muss oder so und das Gewebe dann abstirbt, ja, dann verstehe ich das, aber das sieht doch alles noch so gesund aus. Ich weiß nicht. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme.
Wir dürfen es tun, die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. Ha, um Hilfe zu erhalten. In der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss. Okay. Ach, ich sollte hier lassen. Okay, dann gehe ich jetzt in die Beobachtungsabteilung. Fenster öffnen, Licht reinlassen. Diese beruhigenden Zwischendurchgeräusche, es ist einfach. Es ist einfach schön. So, Besucher. Nee, nicht Besucher. Beobachtung Nummer 8. Rechts von uns. Ich hoffe mal, es ist noch lange Tag. Wird niemals Nacht. Zu. Okay, ich kann weder links noch rechts gucken, nur nach oben und unten. Kein normales Verhalten für Türen. Ich sag ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Das, was uns der Kopf vorspielt, darauf haben wir keinen Einfluss. Okay, ich kann schon mal nicht zurück. Gestern standen wir am Abgrund. Heute sind wir ein Stück weiter. Was? Ich bin gerade komplett perplex. Ich habe mit allem gerechnet, aber damit jetzt nicht so. Verschrobelte Ansicht, die man da hat. Hier so. Einfach krass. Ist auch noch seitlich. Das erkenne ich. Also switchen wir jetzt gleich wieder auf den Boden der Tatsachen. Gut, irgendwie ist das ganz schön krall hier. Ich werde lesen können, was auf den Dingern da drauf steht, aber. Oh, ich kann drauf gehen. Ob das auch im mehrfachen Sinne gemeint ist, das Licht am Ende des Tunnels. Als ich einmal das Licht ausgemacht habe, wurde es nicht dunkel. Es war etwas unbeschreiblich Großes, Grenzenloses, ein Licht, das erbarmungslos blendete. Ich war 16 und hatte Angst, immer Angst, eine Angst, die mich langsam kaputt gemacht hat. Ich brauchte Hilfe, aber ich konnte nicht sprechen. Alles machte mir Angst, auch das Denken. Diese Überblendungseffekte sind echt krass. Sie haben mir gesagt, sie würden mich an einen Ort bringen, wo ich keine Angst mehr haben würde. Wo ich mich besser fühlen würde. In meinem Inneren habe ich aufgehört zu leben. Sie haben mich weggeschleppt und mir alles, alles vom Leib gerissen. Ich habe versucht zu erklären, was in mir vorging. Sie haben mich tagelang ans Bett gefesselt. Ich war mit meinen Albträumen allein. Das war keine Angst mehr. Das war Wahnsinn. Und wenn du wahnsinnig bist, existierst du nicht mehr.
Vergangenheit. Wir haben keinen Besuch. Okay, ich kann nichts machen. Doch. Sie ganz allein in dieser Hölle. Fast wäre ich wie alle Verdammten hier gestürzt. Aber sie und ihr Lächeln haben mich am Leben gehalten. Und wer ist sie? Also bis jetzt finde ich das Game sehr, sehr nice, sehr interessant, sehr schön aufgemacht. Bin so ein bisschen begeistert. Also, dass ich jetzt wieder einen überstrahlenden hellen Bildschirm hatte. Kapitel 3, wir kommen, glaube ich, mal. Oh nein. Es wird dunkel. Ja, und was so alles passieren kann, wenn es dunkel wird in einer psychiatrischen Anstalt, das... Die Tür ist mit einem Schlüssel von außen abgesperrt. Hier können die Türen nur von außen geschlossen und geöffnet werden. Was? Was? Willst du mich verkackeiern? Was? Bitte was? Okay, wir sind nicht alleine. Jetzt die Frage. Okay, so viel zum Thema Hilfe. Kriegen wir nicht. Wo sind wir? Ach, warte. Ich will da eigentlich gar nicht hinter. Wer weiß, was da ist oder wer das ist. Am Schluss ist das Charlotte. Gott. Okay, wir sind hier. Was ist die 11? Toiletten. Da will ich nicht hin. 13. Schwesternzimmer. Schauen wir doch mal ins Schwesternzimmer. Da ist zu. Ich hasse diese Puppe. Die, wenn mich jetzt anspringt, dann ist das Let's Play aber auch hier vorbei, ne? Es ist bekannt. Ja, bitte. Sieht aus wie so eine Zombie-Armada. Cool bleiben, Kumpel. Hier ist irgendwie jeder sich selbst überlassen. Der hat meine Puppe. Ich kann nicht mit interagieren. Warte mal, das geht doch jetzt hinter auf die Toiletten, oder nicht? Das war doch der Speisesaal. Oder der Aufenthaltsraum? Irgendwie sowas. Er hat gelacht.
Schwer geatmet, an mir rumgesabbert. Er hat mich angefasst und mir dabei wehgetan. Ich hatte das Gefühl, mit einem lauten Krachen zu zerbrechen, in Stücke gerissen zu werden. Ich fühlte mich schwach, krank, falsch, schmutzig. Ich konnte Charlotte umarmen, während er... René gehorchte. Er war der Herr über das Reich des Lichtes. Das Böse, das ich begangen hatte, verschlang mich. Ich erbrach und fühlte, wie die Höllenqualen immer näher kamen. Mein Gott, diese Visiten. Sie sagten, es wäre etwas in mir, das sie herausgeholt hätten. Mein Gott! Ein schweres Schicksal. Neues Kapitel Nummer 4. Es ist wieder Tag. Kein Schalter. Okay, wir haben jetzt von einem Moment auf die andere eine ganz krasse Wendung gemacht. Ich bin mal gespannt, was hier sonst noch so alles sich auftut. Okay, es gibt nichts Neues. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt als... Hä? Moment, ich schaue mich immer schnell um. Boah, ist es krall. Tut ja schon fast in den Augen weh. Okay, hier waren wir. Dann sind wir hier rein und hier saß Charlotte. Entschuldigung, Sekunde. So. War schnell notiert. Ich hoffe, ich denke daran, dass ich es rausschneide. Ansonsten nochmal Entschuldigung. So. Scheiß Heuschnupfen. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme dieses Jahr drumherum. So, wo erwartet uns der nächste Flashback? Wo erwartet uns der nächste Raum, der uns tiefer in die Geschichte bringt? So, da nichts Neues auf der Karte. Hier war das Schwesternzimmer, ne? Verschlossen, verschlossen. Ariana Bellucci. Elena, was, Bartolomei? Das sind Namenlose. So, was haben wir denn hier noch? Guillaume Musetti. Stefano Petrullo. Tatjana Wert. Danina D'Agenio Donati. Gott, Gott, Gott. Brech mir ja die Zunge, wenn ich hier das so vorlese. Lorenzo Conticelli. Da liegt ein Brief. Leonardo Lessi.
Sehr geehrter Herr Direktor, ich arbeite nun schon 5 Jahre in dieser Anstalt. Ich bin ein einfacher Mensch, habe nichts studiert und ich schäme mich, weil ich Ihnen schreibe. Ich versuche immer nach vorn zu blicken. Manchmal ist das, was zu tun ist, nicht leicht, aber es muss getan werden, das verstehe und akzeptiere ich. Wir haben keine andere Wahl. Ich schreibe Ihnen aber trotzdem, denn da ist etwas, was nicht länger hinzunehmen ist. Ich habe Kenntnis davon, dass einer von uns den Patientinnen, besonders den ganz Jungen und Verwirrten, zu viel Aufmerksamkeit widmet. Da dieses Verhalten so gravierend ist, habe ich entschlossen, Ihnen zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass Sie empört reagieren und Maßnahmen treffen werden. Hochachtungsvoll, irgendwer. Okay, das heißt, es hat sich irgendjemand für uns eingesetzt. Davide Terreni. Giulio Montoni. Halt, stopp. Okay, namenlos. Und abgesperrt. Lorenzo Nocci. Francesco Barbieri. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche oder nicht. Das ist jetzt mein Ding. Alessio Belli. Und Luca Dalco. Okay, nirgends was Neues. Nur dieser eine Brief an den Herrn Bürgermeister, der scheinbar, wenn er darum liegt, keine Beachtung gefunden hat. Hat es nur eine Matratze? Okay. Die Richtung stimmt. Was ist hier denn los? Ach, das war hier im Bettenlager oder sowas, ne? Sieht fast so aus. Kenn ich noch vom Schulanteil. Aber wie viel krass viel Inventar hier doch noch ist, wenn das Ewigkeiten leer war. Sie war während dieser schlimmen Visiten bei René. Sie gab ihr die Kraft, alles zu ertragen. Wer? Charlotte? Sag bloß, die hat sich in die Puppe geflüchtet. Das wäre krass. Aber ich sag mal, zu einem Teil bestimmt auch nachvollziehbar. Man kennt das ja von verschiedene Methoden, dass der Geist sich weit wegflüchtet, damit der Körper den Schmerz erträgt. Wobei dort natürlich Körper und Geist Schaden nehmen. Ist es zu? Ich erwarte eigentlich in jedem Raum, dass mich irgendwo Charlotte angrinst. Kann ich jetzt eigentlich gehen, wenn ich das möchte? Frische Luft. Schön. So, da wir den Hauptschalter angemacht hatten, würde, denke ich mal, unten in dem Keller oder wo wir da waren, das Licht auch noch funktionieren. Okay, müssen wir jetzt hier diesen Raum von René suchen, oder was? Konferenzraum, Besuche, Toilettenabteilung, ruhige Gäste, Beobachtung, Speisen, Toiletten, Schwestern, Park. Okay, da müssen wir wohl in den ersten Stock. Hier gibt es ja auch nichts, ne? Ne, da haben wir das noch. Abteilung 2, ruhige Patienten. Gut, dann
würde ich sagen, Freunde, den ersten Stock, da werden wir uns nächste Woche hinbegeben. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten und freue mich auf nächste Woche, wenn wir hier gucken, wo uns diese ganze Reise denn hinführt. Ich wünsche euch was. Bis dahin, fröhliches Gruseln.